Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unser Herr Jesus Christus, im Boot der Kirche, auf dem Meer der Zeit mit uns unterwegs, er sei mit euch. Maria hat Jesus getragen, um den, der Mast ist, der durch den Wind des Heiligen Geistes uns trägt, im Leben durch das Meer der Zeit hervorzubringen. Und wir sind im Kirchenschiff, so nennt man das, um mit ihm im Boot unterwegs zu sein. Und da, wo das Leben aufgewühlt ist, manchmal auch unser Glaube, manchmal auch die Kirche, da dürfen wir ihn wecken. Er, der unser Vertrauen, unseren Glauben erwecken will, und es wird in ihm, von ihm her, Ruhe einkehren. Und das beginnt in unserem Herzen. Unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir, sagt Augustinus. Und manchmal ist unser Herz auch so ein aufgewühltes Meer, das darf bei ihm jetzt zur Ruhe kommen. Bereiten wir uns, wenn wir rufen, ich bekenne Gott, dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlasse und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken. Durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, Heiligen und Heiligen, und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unser Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden, gewähre uns der allmächtige und barmherzige Herr. Amen. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, du hast dir die selige Jungfrau Maria zu einer würdigen Wohnung auserwählt. Gib, dass wir ihr Gedächtnis freudig begehen und ihren Schutz erfahren. Erweise auch an uns deine Macht und erfülle unser Leben mit deiner Gegenwart, der du in der Einheit des Heiligen Geistes mit Gott dem Vater lebst und herrschest in alle Ewigkeit. Lesung aus dem zweiten Buch Samuel. In jenen Tagen schickte der Herr den Nathan zu David. Dieser ging zu David und sagte zu ihm: In der Stadt leben einst zwei Männer. Der eine war reich, der andere arm. Der Reiche besaß sehr viele Schafe und Rinder, der Arme aber besaß nichts, außer einem einzigen kleinen Lamm, das er gekauft hatte. Er zog es auf, und es wurde bei ihm zusammen mit seinen Kindern groß. Es aß von seinem Stück Brot und es trank aus seinem Becher. In seinem Schoß lag es und war für ihn wie eine Tochter. Da kam ein Besucher zu dem reichen Mann und er brachte es nicht über sich, eines von seinen Schafen oder Rindern zu nehmen, um es für den zuzubereiten, der zu ihm gekommen war. Darum nahm er dem Armen das Lamm weg und bereitete es für den Mann zu, der zu ihm gekommen war.
Da geriet David in heftigen Zorn über den Mann und sagte zu Nathan: So wahr der Herr lebt, der Mann, der das getan hat, verdient den Tod. Das Lamm soll er vierfach ersetzen, weil er das getan und kein Mitleid gehabt hat. Da sagte Nathan zu David: Du selbst bist der Mann. Darum soll jetzt das Schwert auf ewig nicht mehr von deinem Haus weichen, denn du hast mich verachtet und dir die Frau des Hethiters genommen, damit sie deine Frau werde. So spricht der Herr: Ich werde dafür sorgen, dass sich aus deinem eigenen Haus das Unheil gegen dich erhebt, und ich werde dir vor deinen Augen deine Frauen wegnehmen und sie einem anderen geben. Er wird am hellen Tag bei deinen Frauen liegen. Ja, du hast es heimlich getan. Ich aber werde es vor ganz Israel und am hellen Tag tun. Darauf sagte David zu Nathan: Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Nathan antwortete David: Der Herr hat dir deine Sünde vergeben. Du wirst nicht sterben. Weil du aber die Feinde des Herrn durch diese Sache zum Lästern veranlasst hast, muss der Sohn, der dir geboren wird, sterben. Dann ging Nathan nach Hause. Der Herr aber ließ das Kind, das die Frau des Uria dem David geboren hatte, schwer krank werden. David suchte Gott wegen des Knaben auf und fastete streng. Und wenn er heimkam, legte er sich bei Nacht auf die bloße Erde. Die Ältesten seines Hauses kamen zu ihm, um ihn dazu zu bewegen, von der Erde aufzustehen. Er aber wollte nicht und aß auch nicht mit ihnen. Wort des lebendigen Gottes. Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. Ehre sei dir, Herr.
An jenem Tag, als es Abend geworden war, sagte es Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen ans andere Ufer hinüberfahren. Sie schickten die Leute fort und fuhren mit ihm in dem Boot, in dem er saß, weg. Einige andere Boote begleiteten ihn. Plötzlich erhob sich ein heftiger Wirbelsturm und die Wellen schlugen in das Boot, sodass es sich mit Wasser zu füllen begann. Er aber lag hinten im Boot auf einem Kissen und schlief. Sie weckten ihn und riefen, Meister, kümmert es dich nicht, dass wir zugrunde gehen? Da stand er auf, drohte dem Wind und sagte zu dem See, schweig, sei still. Und der Wind legte sich und es trat völlige Stille ein. Er sagte zu ihnen, warum habt ihr solche Angst, habt ihr noch keinen Glauben? Da ergriff sie große Furcht und sie sagten zueinander, was ist das für ein Mensch, dass ihm sogar der Wind und der See gehorchen? Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Zu unserem Herrn Jesus Christus mit uns im Boot der Kirche, lasst uns rufen. Für alle, die in der Kirche auf dem Meer der Zeit unterwegs sind, für unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Bertram, die Bischöfe und alle Glieder der Kirche, dass sie den Herrn in ihrer Mitte halten und ihn immer wieder bitten, dass er sie erweckt im Glauben. Christus, höre uns. Wir beten für alle, die von den Wellen und Wogen ihres Lebens und Glaubens hin und her geworfen werden, für alle, deren Boden unter den Füßen unsicher und schlüpfrig geworden ist. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Für alle Menschen, die keinen Halt in ihrem Leben haben, für die psychisch und geistig Erkrankten, für die Leute, die in Sucht gefallen sind, für alle, die in geschlossenen Einrichtungen leben. Christus, höre uns. Wir beten um deinen göttlichen Frieden. Christus, höre uns. Wir beten für alle, deren Leben unruhig ist, für die aufgescheuchten Seelen unserer Zeit, dass sie in deine Stille kommen. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Wir beten für alle Kranken und Leidenden. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Wir beten für unsere Verstorbenen, für alle, für die niemand mehr betet. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Herr Jesus Christus, du steigst jetzt in dieser Feier wieder neu ein in unser Leben und bist mit uns unterwegs, sodass sich unser Herz in deiner Gegenwart beruhigen kann. Dank sei dir dafür, jetzt und in Ewigkeit. Thank you.
Lasst uns beten, Herr unser Gott, wir gedenken der seligen Jungfrau Maria, die uns Christus geboren hat, den Erlöser der Welt. Die Feier des heiligen Opfers macht uns selbst zu einer Gabe, die auf ewig dir gehört. Darum bitten wir durch Christus, unserem Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebe die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater, für die Erwählung der seligen Jungfrau Maria zu danken und mit dir das Werk deiner Gnade zu rühmen. Du hast an der ganzen Schöpfung Großes getan und allen Menschen Barmherzigkeit erwiesen. Denn du hast geschaut auf die Niedrigkeit deiner Magd und durch sie der Welt den Heiland geschenkt, deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus. Doch ihn preisen wir jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab, heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde, sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes
der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut. Lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe vereint mit unserem Papst Franziskus, seinem Bischof Bertram und allen Bischöfen, unseren Priestern, Diakonen, Ordensleuten, mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke aller unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Dieser Feier beten wir besonders für Pfarrer Kurt Gottwald. Wir beten für die Verstorbenen der Familien Haider, Asam, Färber, Deschler, für alle nicht zur Welt gekommenen Kinder, für alle, die im Krieg gestorben sind, für alle armen Seelen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, die wir hier als unsere liebe Frau vom Lechfeld ehren, dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln, der heiligen Angela Merici, dem heiligen Franziskus, der heiligen Crescentia, mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Noch in uns, mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht, so beten wir voll Vertrauen. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen. Gib Frieden in unseren Tagen, komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen. Bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. So bitten wir, schau nicht auf unsere Sünden, Herr, sondern auf den Glauben deiner Kirche, schenke ihr und der Welt nach deinem Willen Einheit und Frieden. Und der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Schenkt einander eine Geste des Friedens, das macht die Hände warm. Der Friede sei mit dir. Thank you.
So seht und erkennt Christus, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort. So. Habt Vertrauen. Liebe Schwestern und Brüder, die Sie zu Hause unseren Gottesdienst mitfeiern, der Herr steigt in seiner Gegenwart ein in das Boot des Lebens, um mit uns auf dem Weg zu sein. In der geistigen Kommunion dürfen Sie ihn empfangen, der Leib Christi.
Lasst uns bieten. Barmherziger Gott, beim Gedenken an die selige Jungfrau Maria haben wir Anteil erhalten an den Gaben der Erlösung. Gib, dass auch wir den Reichtum deiner Gnade preisen und dass sich das göttliche Leben in uns entfaltet. Darum bitten wir durch Christus, unserem Herrn. Amen. Der Sterberosenkranz für Pfarrer Gottwald ist am kommenden Montag, den 29. Januar, 18 Uhr in St. Stephan unter Meidingen, und das Requiem mit der anschließenden Beisetzung am Dienstag, den 30.01. um 14 Uhr. Jetzt bitte ich euch um das Gebet für die Judith, ein 26-jähriges Mädchen, ja, junge Frau, die einen gefährlichen Pilz hat, den normalerweise unser Immunsystem locker bekämpfen kann, das ihre leider nicht. Die hat so ein Loch in der Lunge und auch Herzrhythmusstörungen, also wirklich schwer krank, dass der Herr da ein Wunder der Genesung vollbringt auf die Fürsprache der Gottesmutter. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Erbitten wir Gottes Schutz und Segen. Der Herr sei mit euch. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lass sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr wende euch sein Antlitz zu. Schenke euch auf die Fürsprache der Jungfrau und Gottesmutter Maria, des heiligen Erzengel Michael, aller Engel und Heiligen, seinen Schutz und seinen Frieden, und halte alles Unheil und alle Verwirrung von euch fern. Amen. Das gewähre euch der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Amen.